Hi, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ihr kennt vielleicht das Setup hier. Wir haben eine Wand aufgebaut, neben mir ist ein Platz frei. Das erinnert alles an, wer kann besser lügen. Aber ihr kennt vielleicht auch hier vorne, steht eine Hülle von Destiny 2. Mit denen habe ich ja schon mal ein Video zusammen gemacht. Heute kommt das zweite Video und wir spielen, während wir Destiny 2 zocken, eine Wer kann besser lügen Challenge. Also die Extremversion. Und wer ist mein heutiger Gast? Fragt ihr euch bestimmt. Ich bitte dich, lieber Gast, komm mal ins Bild rein. Das ist jemand, den ihr wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Das ist Jan, ein Uni-Kollege von mir. Wie ihr gleich sehen werdet, habe ich seit dem letzten Destiny-Video ziemlich viel gezockt und ich habe ungefähr alles zusammen mit Jan gespielt. Und deshalb sind wir so relativ eingespielt, miteinander, aber heute gegeneinander. Wie das heute funktioniert, ihr kennt es vielleicht schon. Man hat einen Gegenstand vor sich liegen, beschreibt diesen und der andere muss erraten, ob es richtig oder falsch ist. Also ob der Gegenstand vielleicht sogar erfunden ist. Ja, und die Gegenstände gibt uns Sebastian rein. Dann würde ich sagen, starten wir mal. So Leute, wir betreten jetzt die Runde und jetzt heißt es, wer kann mehr Kills machen und dabei besser lügen. Sebastian macht es schon bereit, uns die Gegenstände zu geben. Ich würde sagen, du als Gast, mein lieber Jan, darfst einfach mal anfangen. Du kriegst den ersten Gegenstand gleich, wenn wir im Spiel sind. Und ich muss dazu sagen, du hast dich in den letzten Tagen ein bisschen eingezockt nochmal, ne? Ja, ich habe gestern wieder ein bisschen mehr gezockt. Ich bin vor lauter Uni gar nicht so wirklich reingekommen in den letzten Tagen. Deshalb hast du vielleicht am Anfang jetzt einen Vorteil, aber sag dir. Dauert keine zwei Sekunden und dann, dann bin ich wieder am Start. So, ich bin ja bekannterweise Warlock und Jan Hüter. Alles klar, dann würde ich sagen, Jan, ich wünsche dir viel Erfolg. Also, natürlich nicht. Viel Misserfolg und ich fange direkt mal an mit dem ersten Gegenstand, den es zu erraten gibt. Ich mache dabei so ein bisschen seltsame Geräusche, wenn man nicht hört, wie ich irgendwas ablege oder so. Okay. Das ist nichts verrät. Hast du dem Jan schon das erste gegeben? Jan hat den ersten Gegenstand da. Oh, mein Aim. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ist das peinlich? Jetzt muss ich wenigstens herausfinden, ob du lügst oder nicht. Okay, der erste Gegenstand liegt da und Jan erzählt was dazu. Okay, der liebe Seppel hat mir eine Münze hingelegt. Einfach eine Münze. Und zwar mit 2-Euro-Münze. Okay, die Pause war schon mal ein bisschen lang, da als du gesagt hast, was für eine Münze. Vielleicht Taktik, vielleicht aber auch nicht. Ich sage einfach mal, weil Sebastian nicht so viel Geld hat, das ist eine Lüge. Nee. Ist richtig? Ist die True. Oh ist nein. True. Okay. Geschickt gemacht. Es ist die True. Und jetzt kriegt Max den ersten Gegenstand. Oh, wenigstens ein Kill, aber was für einen. Das war so schäbig. Kann ich hinten übers Sofa klettern, damit ich nicht vom Bildschirm vorbei muss? Okay. Und Max hat den ersten Gegenstand da. Und ich sehe den ersten Gegenstand. Ganz kurz, ich muss noch einen Kill machen. Ich bin so schlecht, er hat mich erlebt. Gut, deshalb habe ich ein bisschen zusätzliche Zeit, es dir zu erklären. Ich habe vor mir liegen die Fernbedienung vom Fernseher, auf dem ich spiele. Genauer erklären, du siehst auf der linken Seite die wunderbaren verchromten Lautstärketasten und ein mattes Finish. Hier sind da Fingerabdrücke drauf? Nein. Nicht? Nein, ich glaube, du lügst. Ja, ich lüge. Ich reiß, vor allem die Fernbedienung liegt einfach hier drüben, so auf dem Sofa. Ja. Einfach daneben. Ey, okay. Da sind keine Fingerabdrücke drauf. Ja. Verdammt normal. Okay. Ja, es war meine Cap, von daher verloren. Und dazu auch noch nur einen einzigen Kill geschafft in dem ganzen Game. Das war auch nicht viel besser. Sehr gut auf jeden Fall. So, Gegenstände geht weiter. Und zwar mal, jetzt muss wieder laut sein, damit ihr nicht hört, was für ein Gegenstand ist. So, der nächste Gegenstand ist da und Jan erzählt was dazu. Und zwar hat dein Bruder mir hingelegt. Ja, er hat was hingelegt, genau. Und zwar das Blatt Papier, wo du dir für die Uni aufgeschrieben hast, was relevant ist. Boah, das lag hier im Raum, das weiß ich definitiv. Also, es ist halt auch wieder so spezifisch, ne? Mhm. Boah, okay. Ah, ich mache halt gar keine Kills, ich muss eigentlich die Sachen erraten. Aber ich meine, es reicht dir ja natürlich auch nicht zu sagen, es ist irgendein Blatt Papier, ne? Also, muss schon. Er hat ja bestimmt das gesagt. Ja, genau. Ich sage, es stimmt nicht. Oh. Korrekt, Punkt für Max. Boah, okay. Es ist einfach ein Einkaufsbeleg. Ach lol. Und den packe ich jetzt auch wieder auf die Seite, da steht ein Name. Ah, oh, schön, noch ein Kill dazu. Leute, so muss das. Jan, wie viele Kills hast du aktuell? Ich bin noch über dir. Nee, jetzt bist du über mir. Sind wir uns eigentlich sicher, dass es die beste Lösung ist hier? Wie hier das ist super. Wie du im Hintergrund rumläufst, so hört sich das. Okay. Ey, mein Aim ist so schrecklich. Leute, ich muss wieder mehr Destiny spielen. Muss ich wieder mit dem Kopf runter, da schaffst du das sowas. Boah, jetzt läuft's aber gerade. Ich bin zwar so schlecht, aber ich mache irgendwie trotzdem ein paar Kills. Kein Problem, nächster Gegenstand für Max kommt jetzt und liegt da und Max erzählt was dazu. Was hast du das denn hier? Also, vor mir liegt. Moment. Ich muss gerade verlieren. vor mir liegt ein Labello. Was für einer ist das? So ein Labello? Der klassische, der blaue.
Oh, das ist fies, weil wie der Max weiß, trage ich immer Labellos mit mir rum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den hier aus der Tasche genommen habe. Ich habe, also ich besitze auch welche, nur dass du Bescheid weißt. Hä, nein, ja, das ist der Einzige, der Labellos benutzt auf der Welt. Hä? Okay, ich glaube, du sagst die Wahrheit. Leider nein, das war Nasenspray. Und, Moment, ich habe 4 besiegte Gegner. Jan hat auch 4 besiegte Gegner. Ich hab eine 1-0 Karte, ich bin besser als du. Okay, aber das war nur die erste Runde. Okay, nächste Runde geht weiter und zwar mit einem Gegenstand für Jan. Ey, man muss wirklich sagen, Leute, es ist so schwierig zu zocken und dabei noch sich irgendwelche Geschichten auszudenken. Aber das ist die Schwierigkeit der Challenge. Ja. Jan, sagst du was? Ja. Und zwar hat er mir einen Radierer hingelegt. Einen Radierer einfach? Ja, einfach einen Radierer. Beschreib ihn mal bitte, ich weiß noch nicht, was ich für Radierer besitze. Und zwar ist das ein blau-weißer Radierer. Ja, blau-weißer. Ganz normal mit den Logo drauf, was man immer sieht. Eine Seite Füller, eine Seite Bleistift. Ich glaube, blau-weiß hättest du nicht mehr gesagt, so einen besitze ich. Von daher sage ich, du lügst. Es ist leider wahr. Es ist wahr. Ich hab so einen Radierer. Ja, ist das meiner? Ja, den habe ich aus deinem Arbeitszimmer. Oder vielleicht ist es auch meiner. Hast du blau-weiß oder blau-rot gesagt? Blau-weiß. Oh Mann, ich dachte an diesen blau-roten. Nee. Er hat blau-weiß gesagt. Das ist eben auch die Schwierigkeit, ne? Wenn man die ganze Zeit zockt, konzentriert ist, kann man auch nicht richtig zuhören. Wie hat der mich? Oha! Weil das ist richtig peinlich, wie schlecht wir sind. Wir sind richtig schlecht. Ja, Leute, wir sind ohne Spaß, wenn wir einfach zu zweit konzentriert spielen. Können wir jetzt halt. Immer, ihr müsst uns nicht glauben, aber wir sind immer Top-Fragger. So, weiter geht es, Leute. So, nächster Gegenstand kommt und liegt. Und Max sagt, was dazu. Ist jetzt bei Büroartikeln geblieben, oder wie? Weiß ich nicht. Und zwar ist es ein Klebebandspender. Okay, beschreib mal bitte. Nö. Okay, ist das so ein Spender, wo man die Rolle draufsteckt? So mit einer scharfen Kante zum Abreißen? Ja, so einer in Rot. In Rot? Ja. Oh, ich hab die super verfügbar. Ich weiß, dass du so einen hast, aber ich weiß halt auch, dass du viel zu gerne lügst. Also, ich glaube dir. Stimmt. Und? Das ist korrekt. Es ist tatsächlich ein Klebebandspender, wenn man so sagen möchte. Okay. Warte, ich glaube, ich hasse es aber trotzdem auch jetzt vorne. Ja. Nächster Gegenstand für Jan ist, ist eigentlich recht, Nein, schon wieder. Und zwar hat dein Bruder aus deinem Zimmer eins der Bilder geklaut. Ich hab keinen Bruder. Das liegt immer zeigen, aber ich hab keinen Bruder. Eins der Bilder aus meinem Büro. Du weißt, dass auf deinem Nachttisch stehen jeweils Bilder? Oh, nee, hör mir auf. Okay. Mir, ne? Ja. Der war auch auf jeden Fall in dem Zimmer. Aber das hätte ich doch gehört, so was Großes. Ich sage, mein lieber Jan, du hast es dir einfach gemacht und hast die Wahrheit erzählt. Junge, was? Nein, der Pilotenhut. Der Pilotenhut. Junge, das ist der Hut vom Fahrkartenkontrolleur. Du hast ihn verraten. Ich hab ihn nicht erkannt. Nein. Kann man nur sowas machen, ja. Ich hab vorhin die ganze Zeit meine Super und krieg's einfach nicht gebacken, die vernünftig einzusetzen. Ich hätte gerade richtig abliefern können. Dann kommt das hier mal auf die Seite und der nächste Gegenstand für Max kommt Sorito. Okay, wenigstens habe ich den mitgenommen. Was hast du jetzt Feines für mich? Nächster Gegenstand für Max liegt bei ihm. Oh, sowas hast du. Ah, das ist ja schon mal gut. Das ist diese eine Sache. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ein ganz schön verrückter Gegenstand. Das kannst du. Du hast vor mir hingelegt eine Packung Taschentücher. Okay. Ist ja weit bekannt, dass Max Taschentuchsüchtig ist. Stimmt. Ich glaube, auf YouTube ist das nicht so bekannt, aber ich habe halt in jedem Zimmer eine Box Taschentücher stehen. Mindestens eine. Warum wohl? Und da eigentlich aus. Oh, ich habe ein legendäres Engramm bekommen. Oh Gott, jetzt kommt. Das ist schon die letzte Runde, also entscheid dich schnell. Ist eine? Das war. Es ist eine Packung von drahtlosen Kopfhörern. Leider Pech gehabt. Und jetzt schauen wir, wer hat mehr Kills gemacht? Garantiert du. Jan hat 11 Kills. Ich würde sagen, da wir gefühlt circa unentschieden waren beim Üben, geht der erste Sieg in der Destiny Challenge an dich. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Danke, dass du dabei warst. So Leute, dann würde ich sagen, das war's vom heutigen Video. Jan hat gewonnen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er wirklich gewonnen hat, aber ich sage es einfach mal so, weil ich ein guter Gastgeber bin. Danke, dass du dabei warst. Nicht danke, dass du mich besiegt hast. Falls ihr jetzt Bock auf Destiny 2 bekommen habt, gerade ist ein neues DLC rausgekommen. Das heißt, eine Erweiterung zur Story. Wir haben die Story schon durch und werden das DLC auch in Angriff nehmen. Ihr könnt zusätzlich auf jeder Plattform, also Xbox One, PlayStation 4 und PC, Destiny als Demo kostenlos austesten. Dazu packe ich mal alle Links in die Beschreibung. Das war's dann eigentlich auch von uns, von heute. Vielleicht kommen ja häufiger mal Destiny-Videos, wenn wir jetzt wieder richtig drin sind. Alles klar, dann sehen wir uns. Ciao.